Durch die erneute Zwangspause für Kira Walkenhorst müssen sich Olympiasiegerpartnerin Laura Ludwig und ihr gesamter Betreuerstab mit einer Ersatzpartnerin beschäftigen. Die 32 Jahre alte Ludwig hält nach einjähriger Babypause an ihrem Plan fest, zu Beginn des neuen Jahres wieder Wettkämpfe zu bestreiten. Ich bin wieder in guter Form, brauche aber Spielpraxis, erklärte Deutschlands erfolgreichste Beachvolleyballerin. Derzeit ist völlig unklar, wann die 28-jährige Walkenhorst überhaupt wieder trainieren kann. Bis Februar hat die Blog-Spezialistin unter dem Hashtag Frust und Ärger bereits jeden sportlichen Auftritt abgesagt. Trotz aller Behandlungen hat sich der Zustand nicht verbessert, was für alle Ärzte und Physios ein echtes Rätsel ist, übermittelte Walkenhorst über Facebook ihren Fans. Rippe, Hüfte und Schulter bereiten trotz Operationen weiter große Probleme. Das Aufbautraining von Ludwig nach der Geburt ihres Sohnes Theo Johnston dagegen geht gut voran. Auch mit Blick auf die Heim-WM vom 28. Juni bis 7. Juli in Hamburg will Ludwig beim 5-Sterne-Turnier ab dem 5. Februar 2019 in Fort Lauderdale, USA, wieder auf der Beach-Welttour aufschlagen. Punkt. Allerdings gehen Turnierergebnisse mit einer Interimspartnerin nicht in die laufende Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 ein.